Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part, da haben wir eine Mission abgeschlossen und am Ende hat hier dann der Boden wieder gebebt. Und ich habe diesen Part schon mal aufgenommen, schon zweimal jetzt. Beim ersten Mal habe ich vergessen, die Audiospur zu speichern und habe Outer City dann einfach geschlossen. Beim zweiten Mal ist der Laptop beim Aufnehmen ausgefallen. Oh, hallo, du bist früh auf den Beinen, Denise. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Bei all den Erdbeben kann man gar nicht richtig schlafen. Hey! Ja, was ist da los? Hey, Lombrero, was ist los? Wir brauchen euch am Pokémon-Platz. Dort versammeln sich gerade alle. Stimmt irgendetwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, denn Ghoulist hat alle zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Denise, gehen wir. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir uns anschauen. Huch, da ist aber viel los. Wow, sieh dir all die Pokémon an. Scheint, als hätten sie jede Menge Retterteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tengudist, was hat er mit all den Retterteams nur vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder so an mich zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Simsalas Team machte sich auf in die Tiefen dieser Welt. Und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsala und sein Team brachen auf, um Groudon zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier von Simsala. Aber sie sind nicht zurückgekehrt, so viel steht fest. Das ist wahr, und es scheint, dass Groudon eine Klasse zu hoch für uns ist. Was? So stark? Das Pokémon namens Groudon? Geh doch in die Höhle und überzeug dich selbst davon. Was? Du machst doch Witze. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich doch bei lebendigem Leibe. Ruhe, seid bitte ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an den jeder x-beliebige hingehen kann. Deswegen bat ich so viele Retterteams, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Besten von uns zusammenstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird als Heldenteam das Abenteuer in den Tiefen dieser Welt auf sich nehmen? Denise, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Lass das lieber, Freunde. Was ist los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, das ist wahr, aber es gibt da draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow, das ist Turtok. Du meinst Team Hydros Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanonen auf seinem Rücken erzeugen solchen Druck, dass sie sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Es heißt, Groudon sei ein Boden-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Meine Hydro-Pumpe wird mit Groudon kurzen Prozess machen. Ich bin auch dabei. Wow, das ist Doctillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Schätzchen, wenn ich ein zähes Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich dabei doch wohl nicht vergessen, hm? Wow, Geowatz. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Gestein. Es soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schaden standhalten. Wenn Groudon erwacht ist, soll mir das nur recht sein. Ich benutze meinen Steinwurf, dann bleibt er dort, wo er hingehört. Oh, Turtok, Doctillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, Simsala zu retten. Ja, gute Wahl! Ihr repräsentiert uns alle, wir wollen stolz auf euch sein. Auf geht's!
Viel Erfolg. Schafft es. Für uns. Rettet Simsalas Team. Seht ihr? Die sind ganz schön zäh. Hm? Überlasst es ihnen. Na gut, es hilft nichts, Denise. Ja, es hilft leider wirklich nichts. Deswegen einfach abwarten. Mehr können wir nicht machen. Hätten wir sie doch nur begleiten können. Aber was hilft's? Tutoks Team kommt bestimmt gut zurecht unter der Erde. Und wir geben weiterhin unser Bestes als Retterteam. Auf jeden Fall. Und dann legen wir auch gleich los. Holen uns Flash mal ab. Wo bist du denn, Flash? Da. Hallo, Flash. Möchtest du mitkommen? Dankeschön. So, dann gehen wir gleich mal zum Pokémon-Platz. Das übliche Zeug erledigen. Erstmal verkaufen. Verkaufen! Und zwar Frustration können wir verkaufen und nur das. Dann kaufen wir uns den einen Belebersamen, den er hat. Ja, da. Ja. Sehr schön. Und sonst nichts mehr. Dann können wir aber hier mal unser Zeug lagern. Wenn wir mal richtig hinkämen. So. Lagern bitte. So, und zwar können wir lagern. Einmal, zweimal Top-Elixier, einmal Amrena-Beere, wenn ich das richtig sehe. Sinol-Beere auch ein paar Mal. Apfel haben wir eigentlich genug. Riesenapfel. Die Linkbox können wir lagern, genauso wie den Belebersamen. Genau, das war's auch schon. Gut. Dankeschön und abholen. Wobei, wir können die Gummis abholen. Nehmen. Wo sind sie denn? Und ich weiß nicht, ob Flash schon speziell irgendwie ein Band hat. Müssen wir gleich mal schauen, ansonsten müssen wir ihm später eins geben. Ach halt, die Gummis kriegen wir ja als erst, als Belohnung. Ach Gott, habe ich ganz verwechselt. Na gut, wir lagern unser Geld auch mal. Schließlich kann man sich nie sicher sein. Ob wir nicht mal ein bisschen Geld brauchen. So, und dann schauen wir noch am schwarzen Brett vorbei. Da waren auch, glaube ich, noch ein paar Missionen. Und zwar hier. Ich finde nicht zurück. So. Die können wir mal löschen. Dann können wir die E9, E12 und E13. Gut, das machen wir. Das erledigen wir doch mit links. Also auf geht's. Gleich geht's los mit der Mission. Und danach würde ich sagen, machen wir mal den Tumultwald, bevor wir irgendwas anderes machen. So, auf zum Klirrwerk. Und da sind wir schon im ersten Geschoss. Hallo. Und da sind wir auch gleich die Treppe. Und was haben wir hier liegen? Ein Heilband. So, was hast du jetzt eigentlich dran? Nichts. Okay, Team. Flash. Bericht. Es trägt kein Item. Gut. Dann geben wir ihm mal das Heilband. Ah ne, es hat ein. Warum wurde mir das dann gerade nicht angezeigt? Oder wurde es mir angezeigt und ich habe es nur nicht gesehen? Dann geben wir ihm natürlich das Kraftband. Das ist besser. So, weiter geht's. Oh, da kommt gleich ein Draschel. Komm her, Draschel. Komm her, ich mach dich kaputt. Aha, sehr schön. Ein Ausdauerband und was haben wir hier? Ein Belebersamen. Ui, wir haben einen Belebersamen gefunden. Sehr schön. So. Wir wollen in aller Ruhe durch das Dungeon durchgehen. Oh, ich will ein Wablo im Team haben. Ha, Wablo, komm her. Ja, komm. Oh, will nicht. Kein Wablo. Oh. Bei Wablo können wir hier rekrutieren. Gut, und wir können gleich zur nächsten Treppe. Und damit gleich in den E3 hoch. Schauen wir mal, da hinten ist ein Item, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ah, etwas Geld, okay. Ein Tanzer. Upala, Schutzschild. Das kommt ein bisschen spät. Das ist die nächste Treppe, sehr schön. So kommen wir doch gut voran.
So läuft das. So, ein Europ. Sehr schön. Flash macht fleißig. Und wir haben ein Level Up. Level 25. Sehr schön. So, dann können wir gleich mal weitergehen. In die Sackgasse hinein. Cool. Und in das Wablu hineingerannt. Aber es will wieder nicht in unser Team. Oh. Schade. Keine Wablus, die beeindruckt von uns sind. Und in unser Team wollen. Lol. Moment. Sind wir total im Kreis gelaufen? Da bleibt uns nur noch ein Weg. Auf geht's! So, gleich mal wieder Ruckzuckhieb. Von der Distanz angreifen finde ich viel cooler, aber das kann man halt nicht so oft. So, da ist kein Item mehr, aber nur die Treppe. Gut, dann können wir gleich mal weiter. Ins E5! Perfekt! Yay! Das Drascheln nehmen wir noch mit. Bam! Sehr schön. So, Eisendorn können wir auch mitnehmen. Das gibt ein bisschen Geld. Und dann gleich weiter. Wir wollen ja schließlich ein paar Pokémon retten. Da können wir uns nicht lange aufhalten hier. Die frieren garantiert. Vor allem, was machen die hier? Am Ende der Welt? So, da liegt Geld rum. Und ein Europ kommt daher. Aber das wird auch nicht unser Freund sein. Das können wir auch gar nicht rekrutieren, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Nee, wir können hier nur Wablu. Gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Hallo! Gold. Okay. Perfekt. Europ hebt das Item-Kraftband auf. Okay. Ganz schön viel. Ganz schön viel liegt hier. Was die Leute irgendwie aufnehmen. Mach mal Ruth, Europ mal kaputt. Hallo! Geht's kaputt? Das hat Geld fallen lassen. Hallo, Europ. Tschüss, Europ. Und Kraftband haben wir bekommen. Na dann, immerhin. Wir bringen die Items brav zu uns. So, noch eine Ebene und dann sind wir beim ersten Klienten. Hoppala. Machen wir es so. Wie kann ich eingesetzt werden? Warum? Bitteschön. Scheiß drauf, dass du nicht schlafen kannst. Du musst auch nicht schlafen, wenn wir mit dir fertig sind. So, da ist das Item. Sengo, hallo. Sehr schön. Und da ist die Treppe. Perfekt. Hallo, Treppe. Auf geht's. Jetzt müssten wir dann schauen, wo denn unser Klient ist. Oh nein, es schneit nur. Okay. Unser Klient befindet sich im gleichen Raum wie wir. Sehr schön. Ja, perfekt. Und auch noch im gleichen Raum wie die Treppe. Ja, bis später, Meditier. Nein, wir möchten weitermachen, ja. So, dann können wir gleich weitergehen. Dann sind es noch 2 Stockwerke bis zum nächsten Klienten. Und es schneit ab jetzt. Naja, solange es nicht hagelt, denn wenn es hagelt, dann kriegen wir Schaden. Und das wäre nicht so toll. Vor allem nicht, wenn wir dann auf einen Dings warten müssen, wenn wir dann jemanden suchen müssen und es hagelt und der Schaden bekommt und dann stirbt. Das ist echt ungeil. So. Das ist dann echt ungeil. Hopp. Und Game Power. Sehr schön. Mit Flash kriegen wir das schnell hin. So. Jetzt gucken wir aber, dass wir die Treppe schnell finden. Okay, da ist es scheinbar nicht. Dann wird sie wohl da hinten sein. Ein Palim, Palim!
Sehr schön. Da? Ja, da ist sie. Sehr gut. Hallo, Treppchen. Ich hab dich schon gesucht. Überall. Mhm. Oh, eine Amrena-Bäre. Holen wir uns natürlich gleich. Palim, palim. Bam. Und Flash redet mal wieder den Tag. Oh, können wir nicht aufheben? Was haben wir denn, was wir essen können? Apfel haben wir. Yay. Okay, das ist nur eine Sackgasse, aber eine schöne Sackgasse, muss ich sagen. Sieht toll aus, finde ich. Aber gut, wir können jetzt mal weiter. Hallo, Sengo. Oh, oh. War klar, dass es jetzt auf uns wirft. War auch klar, dass es nochmal wirft. Und das letzte Mal. Komm her, Mistviech. So, das hast du jetzt davon, ne? So. Dann sind wir da ziemlich gut mit Albi dran, weil dann Albi nämlich auch angreifen kann. Das hat uns ganz schön viel Leben abgezogen, muss ich sagen. Oh, ja. Hör auf. Und nochmal ist er perfekt besiegt. Wollte es gerade nicht zu uns dazukommen? Mundtier. Wo kommt denn das jetzt her? Bam, gleich besiegt. Was liegt denn hier rum? Ein Kraftband. Ja gut, das lassen wir jetzt mal liegen. Und gehen erstmal schön weiter. Und da sind wir auch schon auf einer Zielebene. Und es schneit natürlich wieder. So, jetzt müssen wir nach unserem Klienten suchen. So, komm her. Ey, das lebt immer noch. Ups. Hat sich selbst kaputt gemacht. Gut. Wie, die kann nicht eingesetzt werden. Warum? Auf geht's. Macht das Palim Palim kaputt. Aber es will auch nicht in unser Retterteam. Ist unser Retterteam so unattraktiv, oder wie? Da ist schon mal die Treppe. Hallo, Quiekel. Oh, jetzt haben wir dich gerettet. Tschüss, Quiekel. Nein, wir wollen weitermachen. Denn in der nächsten Ebene wartet auch noch jemand auf uns, der auch noch gerettet werden will. Und den müssen wir jetzt auch noch retten. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo derjenige ist. Hallo? Hallo? Was liegt hier rum? Oh, ein Belebersamen, den nehmen wir natürlich mit. Da opfern wir gleich wieder einen Apfel. Einen Apfel bekommen wir überall. Belebersamen bekommen wir so schnell nicht. Hm, das können wir eigentlich gleich trinken. Sehr schön. Und was liegt da rum? Eine Amrena-Bäre, die können wir liegen lassen. Hey, 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 hey. Immer mit der Ruhe hier, Lethaking. Das ist echt stark. Boah, da auch. Und es ist Geld fallen, immerhin. Hallo. Ja, jetzt haben wir Palim Palim gefunden. Sehr schön. Und wir können natürlich jetzt auch dem Dungeon entfliehen und uns die Belohnungen holen. Sehr schön, perfekt. Yay! Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung, 300 Poké-Dollar. Yay! Sehr schön. Vielen Dank für die Rettung von Quiekel. Hier ist die Belohnung, Flora-Gummi, wie versprochen. Und ein Goldgummi und ein Graugummi. Die Gummis meinte ich. 60 Retterpunkte. Immerhin. Und was bekommen wir von dir? 300 Poké-Dollar? Ja. Sehr gut.
ein bisschen Geld bekommen und ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Waren wir heute nicht klasse? Machen wir für heute Schluss und legen uns schlafen. Also bis morgen dann. Ja, bis morgen. Und wir speichern natürlich. So. Perfekt. Kein Erdbeben diesen Morgen, dann würde ich sagen, mach mal an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.